So, und da schalte ich euch wieder zu bei meinem Let's Show zu Wargame Airland Battle. Und hier gleich mal eine Neuerung. Wie ihr sehen könnt, das sind doch einige Spieler da drin. Das liegt daran, dieses Spiel wird ein 10 gegen 10. Das ist eine Neuerung bei Airland Battle. Und entsprechend natürlich relativ umfangreich das Ganze. Wir werden natürlich auch mal schauen, wie das Ganze jetzt läuft. Ich nehme natürlich jetzt erstmal die DDR-Truppen, damit ihr auch erstmal wisst, wenn ihr nicht ganz so erfahren seid, was jetzt was ist. Da kann ich euch dann auch nochmal den genauen Überblick offenbaren. Wie gesagt, 10 gegen 10 sind jetzt komplett neue Spiele und das Ganze ist doch, sagen wir mal, relativ, wie man auch schon sehen kann, im großen Maßstab, wie ich ja schon angekündigt habe, extremer Natur. Und ich habe gerade ein Problem, mein Fahrzeug zu bewegen. Gut. Müssen wir mit leben. Also, wir haben natürlich unsere SPB-50 PU dabei als Kommandofahrzeuge, unsere T-813 als Versorgungsfahrzeug. Recon habe ich ein Aufklärungs-UAZ und Spähpanzer PT-76 genommen. Ja, Aufklärungshubschrauber kennen wir ja auch schon. Diverse Panzer. Fallschirmjägerbataillone, um das zu zeigen, mit dem MI-35. Mutschützen und Fagotts dabei. Die Tundscha, also auf gut Deutsch die Mörserpanzer, Strelas und Kups. Auch, ich gehe mal davon aus, da werden bestimmt Gegner dabei sein, die radargelenkte Raketen dabei haben. Maljutka als Panzerabwehr-Lenkraketen. Leichte Unterstützung in Form von MI-8 TVK. Und ein paar Flugzeuge, um uns ein wenig die Luftübungen zu sichern. MiG-23ML, MiG-23BN als Bomber. MiG-17 natürlich auch und MiG-21 bis Lazur noch ein bisschen, um beides wie genauso die BN, um ein bisschen beides abzudecken zu können. Gut. Kann die Einheit auch nicht bewegen. Naja, gut, dann schauen wir erstmal, dass wir uns ein wenig Luftüberlegenheit sichern. MiG-23BN wäre halt auch nicht schlecht. Und dann wollen wir natürlich auch noch ein bisschen Panzerunterstützung haben, um unseren Verbündeten hier auch an dieser Flanke, wir werden uns dann Paul vornehmen, ein wenig Unterstützung leisten zu können. Ich werde natürlich auch schauen, dass ich euch hier viele Möglichkeiten gebe zuzugucken, auch bei den anderen, was da so passiert. Wenn irgendwas Interessantes passiert, werde ich mal schauen, dass ich da auch hinzoome. Ja, was noch? Ein bisschen Mörserpanzer und vor allem natürlich auch noch trotzdem Strelas. Ja, passt nicht mehr ganz. Nehmen wir eine Kupp. Und noch ein wenig Versorgung. Schießen Aufklärungsfahrzeug. Nö, doch. Hubschrauber. Gut. Also, wie ihr sehen könnt. Und der erste gibt schon auf. Ja, gut, das war jetzt einer vom Gegner. Ja, gut, NATO haben aufgegeben. Die wissen genau, jetzt kommen wir. Und werden sie einfach mit unseren Panzern überrollen. Ihr seht auch schon, das ganze Design und das ganze, der ganze Aufbau der Anzeige ist anders. Also wir haben jetzt links unten ein Airport-Panel, da können wir unsere Luftunterstützung reinrufen, jetzt zum Beispiel in der Form. Und da kommt auch hier unten die MiG-23. Jo. Und schauen wir uns noch ein wenig um. Kommt noch nichts. Jo, also Lufteinheiten sind natürlich auch dann entsprechend schnell unterwegs. Allerdings sterben die auch relativ schnell. Kann man sich ja eigentlich denken. Ja, gut. Unser Verbündeter lässt anscheinend sein Kommandofahrzeug hier. Und meine MiG düst hier oben rum. Aber ich hole die erstmal zurück, weil wenn jetzt hier gleich gegnerische Jäger kommen, dann wird die nicht viele Chancen haben gegen den Gegner. Ja. Also wie gesagt, wir werden uns Paul-Kommando hier drüben jetzt auch schon fleißig nach Jod. Die fliegen ihre Infanterie erstmal mit Hubschraubern ein. Hätten wir auch machen können, aber gesetzt dem Fall, da kommt einer mit Jäger und dann sind die auch schnell weg. T-64A. Ja, da bringt auch schon ordentlich was rein in den Kampf. Im Zentrum sieht es noch ganz gut aus. Jo, ja, da kommt schon was. Dann werden wir uns mal wenig hier konzentrieren müssen. Und der Gegner versucht natürlich auch entsprechend Pau zu sichern.
Auch wenn wir natürlich jetzt schon wissen, dass der keine Chance haben wird. Apropos keine Chance. So langsam, glaube ich. Nee, die da sind, ist das vorbei. Schade. Ja, wir müssen auf jeden Fall uns Paul sichern, damit wir, damit wir unsere Luftüberlegenheit sichern können. Ah, nee, nee, das wird nix. Ich habe auch keine Lust, meinen Jäger jetzt gleich zu verheizen. So. Also, wir kriegen ja schon ganz schön aufs Dach. Und die haben ziemlich viele Panzerabwehrlenkraketen dabei. Und AMX-30, die sind schon relativ gut ausgerüstet. Gut, was machen wir dann blödsinn? Also wir haben jetzt hoffentlich, nein, noch nicht ganz beide Mörser zerstört. Dann konzentrieren wir uns erstmal auf die ITOGs. Oh, unser Verbündeter schickt. Okay, dann müssen wir doch mal. Gelegenheit reinschicken. Ja, hübsch, das war ein hübscher Treffer. Möchten wir gleich mal noch einen Bomber rufen. Jo, noch Clusterbomber bitte. Und dann greifen wir dort mal an. Ja, dadurch, dass wir jetzt halt Paul sichern konnten, ihr seht auch schon diese schmaleren... Oh, sieht das zurück? Ich hoffe. Die schmaleren Kreise, Kreise, die normalen Striche sind immer die Luftunterstützungskreise. Da kommt also Luftunterstützung rein. Da haben wir hier einen, da einen, dort einen. Da drüben natürlich auch einer. Und aktuell haben wir natürlich dadurch die besseren Karten, was die Luftüberlegenheit angeht. Potenziell jedenfalls. Ich meine, versprechen kann man sich davon auch noch nichts, aber potenziell sind wir erstmal in der Lage, den... Na gut, hat es schon erwischt. In der Lage, den Gegner ja aufzuhalten und vor allem auch ordentlich zu behaken. Sehr schön, das lief doch schon ganz gut für uns. Die Kupp stellen wir mal um und außerdem müssen wir noch ein wenig mehr Nachschub ranbringen. Um sicherzustellen, dass unsere Kupps nicht aus dem Ruder laufen, beziehungsweise die haben nur drei Raketen mit, also nicht, dass die dann auf einmal ohne dastehen. Das wäre doch irgendwie unpraktisch. Hier drüben haben wir zum Beispiel auch schon wieder Luftabwehr vom Gegner. Das dürften Holland sein. Also die sind auch radargesteuert, wenn wir jetzt, also man sieht es an, ja, es sind Rolands. Aber man sieht es auch an den Einheiten. Man muss allerdings ranzoomen und dann relativ umständlich das Ganze. Gut, wir werden mal unsere Infanterie herausladen und dann gleich noch was Neues zeigen. Und zwar, die Modschützen haben jetzt gleiche Gebäude besetzt. Das hat den Hintergrund, es gibt nicht mehr wie früher diese Möglichkeit, einfach nur zu sagen, okay, ihr sollt jetzt die Stadt besetzen und einfach nur ein einzelnes Gebäude, sondern die bewegen sich jetzt automatisch sinnvoll in Position. Hat natürlich Vor- und Nachteile. Da kommt schon wieder was. Der Vorteil ist natürlich, die können sich leichter verstecken und gehen auch sinnvoll in Position. Und außerdem sind die nicht mehr so einfach aus diesen Gebäuden rauszukriegen. Früher war es ja doch teilweise so, dass die Infanterie relativ einfach umzubringen war. Die Rolands möchte ich aber eigentlich nicht gerade herausfordern. Aber wir rücken einfach mal weiter nach Chariton vor. Hier drüben sieht es auch ganz gut aus. Ja, also die NATO bekommt hier ganz schön aufs Dach. Man sieht es auch an den Punkten schon ganz gut. Bis jetzt sieht es für uns noch relativ gut aus. Ja, ob das eine gute Idee ist mit den Rolands da? Naja, greifen wir. Oh, der hat anscheinend... Das hat es gerade geleckt. Der hat anscheinend gerade Raketen abgeschossen, aber er hat nicht getroffen, wie es aussieht. Oh, das war nicht gut. Ja, das wird wahrscheinlich auch meine Mik kosten. Oh, das wird auf jeden Fall meine Mik kosten. Oh, der lebt gerade nach. Sehr schön. Huh, erwischt. Hat trotzdem Mik gekostet. Schade. Schade drum, aber das gehört halt auch mit dazu, wenn man seinen Verbündeten helfen will. Wenn die Flakpanzer zerstören, die gehen ja langsam auf den Senkel hier. Oh, jetzt hat es aber unseren Verbündeten ganz schön erwischt hier. Aber gut, dass der mit seiner MiG-31 schon wegfliegt. Das ist eigentlich ein Luftüberlegenheitssieger. Und das dürfte die Gepard zerstören. Jupp. Gepard sind weg. Sehr schön. Damit ist erstmal die... Oh, und wir haben jetzt in der Zeit meine...
BTA, also meine BMPs erwischt. Ja, das passiert halt, wenn man versucht, den anderen zu helfen und nicht aufpasst. Wir machen einfach mal was Selbstmörderisches. Ich bezweifle zwar, dass es viel bringen wird, aber die haben Streubomben dabei. Sind ja auch, also Streubomben sind das andere, ich meine, die haben 52 Kilobomben dabei. Wenn die also was treffen, sind das eher gegen weiche Ziele, und die Jupiter da sind ja weiche Ziele. Und das dürfte denen entsprechend wehtun. Und da kommt eine Corsair. Zwei Corsair. Evac ist eine Falle bestimmt. Da kommt der andere. Oh, zerwischt. Evac. Oh, den hat. Da war eine Luftabwehr. Gut, also wir müssen uns langsam mal um Chariton kümmern. Jetzt, unsere Verbündeten sind erstmal ein wenig entlastet zumindest. Und wir werden auch gleich nochmal unsere. Ah, da kommt neue Gepardner raus. Ja, aber die werden jetzt gleich hier gewaltig unterstützt. Und ich werde auch gleich mal nochmal Bomber drauf scheuchen. Wenn die jetzt mit ihren Mi-24 da reinfliegen. Weil die damit abgelenkt sind und ich kann da wunderbar die zerstören im Idealfall. Hoffe ich mal, wenn die sich nicht weiter bewegen. Ja, nicht gut. Nee, das dürfte gewesen sein, oder? Oder? Kommst du nur weg? Schwein gehabt. Also das war jetzt mehr Glück als irgendwas anderes. Aber das sichert uns natürlich weiterhin die Luftüberlegenheit hier drüben. Jo, es wird aber langsam ausgeglichen, ne? Oh, und jetzt kommt sie schon mit Hawks. Ja, da möchtest du dann doch überlassen mit den Angriffen erstmal. Aber wir werden uns zwar hier drüben um Chariton kümmern müssen, langsam. Weil ich doch gern weiterkommen wollte, hier noch auf der Seite. Auf der Seite sieht auch ganz gut aus. Elena sollten sie auch langsam mal angreifen, aber Nikolas ist natürlich. Also unser Verbündeter, der mit hier drüben auf der Seite ist, greift jetzt dort mit an. Und ich werde mal sehen, dass ich Chariton sichern kann. Oder zumindest uns da. Ah, Avenger. Da ist ein Avenger. Das ist natürlich nett. Okay, du bleibst aber stehen, dich wollte ich gar nicht bewegen. Jop. Luftabwehr. Und MBTU. Oh, 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 was ist denn hier los? Okay, Rückzug. Was geht denn hier ab? Ja, meine Lufteinheiten sind eh gerade alle ein bisschen beschädigt, deswegen müssen wir erstmal was anderes zugreifen. Aber das ist natürlich richtig heftig, was hier rumsteht. Die versuchen anscheinend gerade einen Gegenangriff. Also nicht anscheinend, sie versuchen einen offensichtlich. Was zum Teufel? Wo sind denn meine Cups jetzt? Da. Natürlich leider unterhalb der Baum, also ziemlich niedrig am. Wir fliegen ziemlich niedrig, darum treffe ich die jetzt auch nicht wahrscheinlich. Wo sind denn meine Tunchas? Da. Ich würde gerne mal denen ein Geschenk schicken. Auf jeden Fall haben wir ganz schön viele Punkte, da könnten wir auch langsam wirklich nochmal ein paar Panzer rufen. Strelas mal noch zwei. Noch ein bisschen Logistik. Und wir haben es erwischt. Na, sehr schön. Das machen wir doch gleich nochmal. Okay, und die rücken gerade aus. Das heißt, wir können die eventuell in die Flanke fallen. Mal schauen. Solange die ja noch nicht wirklich aufs Dach bekommen, mache ich ja schön weiter. Und zerstöre alles an leichten Einheiten, was uns vor die Flinte fährt. Jetzt kommt mit Raketen jetzt ein MBT-70, aber das soll uns erstmal nicht stören. Oh! Haben wir es mit I-50? Also ITO, nicht I-50, komme ich jetzt auf I-50. Auf jeden Fall müssen die auch zerstört werden. Jo, sieht doch ganz gut bis jetzt aus. Das gibt uns einen ordentlichen Vorteil. Und jetzt unterstützt uns auch noch unser Verbündeter mit neuen
sind Novatiden? Was war das denn? Nein, Uragan. Gut, aber... Oh, jetzt kommt aber noch ganz schön entgegen, ja?